Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Stranded Deep mit dem Voucher, mit unserem Alderle. Schön, dass ihr wieder reinschaut, Leute. Weiter geht's, es ist tiefe Nacht. Wir sind unterwegs, machen uns Gedanken, wie sollen wir hier zukünftig überleben. Wir brauchen eine Möglichkeit, Wasser zu schöpfen. Die Kokosnüsse sind natürlich nur begrenzt hier vorrätig. Wir fragen uns, ob die kleinen Fledermäuse gutes Fleisch abgeben würden. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, es wird jetzt auch bald hell, wobei der Mond steht noch ziemlich weit oben. Sag mal, wie ist denn das? Das Feuer müsste ich doch an sich ausmachen, wenn ich jetzt gegessen habe, oder? Damit ich ein bisschen Brennmaterial spare. Das Fleisch ist jetzt durch. Ich esse das mal. Wie sieht es denn dann aus mit den Werten? Ja gut, wir brauchen halt was zum Trinken, ne? So, und das kann ich doch jetzt ausmachen. Und es sieht so aus, als wäre hier auch noch tatsächlich Material drin. Dann lohnt es sich, dass ich es ausgemacht habe. Weil diesen Anzünder, den haben wir ja hier irgendwo rumliegen, ne? So, Leute. Also, lasst uns mal ganz kurz reingucken. Wenn wir uns um Wasser sorgen, da gibt es doch diesen Water Still. Wenn ich den baue, ich brauche Steine. Stoffe finden wir bestimmt. Ich erinnere mich, dass man im Anfangsgebiet einen Stoff bestimmt findet. Ich erinnere mich daran. Wir brauchen dann die Geschichten, das haben wir soweit alles. Was uns fehlt, ist ein Seil. Das würde ich jetzt kurz knüpfen gehen mit euch. Nehmen wir uns ein Messerl in Hand. Ich glaube, am Strand waren auch noch so die kleinen Düpselen. Dann machen wir die als erstes weg jetzt. Und dann gucken wir mal, wenn es hell wird, dass wir am Strand wirklich mal ganz gezielt schauen. Liegt da vielleicht irgendwas, was wir brauchen können? Weil in der Nacht siehst du es ja doch nicht so, ne? Dass wir hier wirklich alles absuchen. Ich bin überzeugt davon, dass wir hier noch was finden. Und wir müssen halt mit den Ressourcen so lange sparsam sein, bis wir die Insel wechseln. Und da werden wir wahrscheinlich schon morgen dazukommen, dass wir den ersten Ausflug mal machen. Nachher möchte ich mal gucken, ob wir Zeit finden, vielleicht nochmal zu tauchen. Komm, wachs doch du nach. Das wäre alles, was ich will. Du und Pippi, ihr könnt nachwachsen. So, Leute, irgendwo waren die kleinen Dinger hier rumgestanden, die ich noch nicht aufgeerntet habe. Die holen wir uns jetzt. Steine liegen auch noch ein paar hier. La, 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 das sind sie. Die habe ich gemeint. Die habe ich gemeint. Zack, einer. Vier Stück brauchen wir pro Seil, ne? Zwei. Hier ist auch noch eins. Der ist unter den Stein geglitscht. Scheiße. Scheiße, Mann, Eise. Ich traue den Fledermäusen hier nicht, wenn ich ehrlich bin. Okay, ich brauche aber noch mehr. Sind hier noch irgendwo welche? Ha, es ist halt super dunkel jetzt hier nachts, ne? Obwohl es super ausgeleuchtet ist. Also ich finde es echt tatsächlich schön. Ha! Da liegt es in der Gegend rum. Hier ist nochmal eins. Das war's doch schon, oder? Wie? Ich kann kein Seil machen. Ich habe doch jetzt von den Dingern einige gefunden. Wie viel habe ich denn? Fehlt noch eins. Da ist nochmal ein Büschel. La, dann nehmen wir alles jetzt in Kauf. So, vier Stück. Schnellreise. Schnellreise, sage ich. Haben wir. Has stored in your backpack. Alles klar, dann haben wir die Geschichte schon mal. Ist natürlich jetzt blöd, wenn es Feuer aus ist, aber ich habe echt Angst, dass mir die Ressourcen ausgehen, ne? So, Leute, dann haben wir doch jetzt schon alles. Wir haben Steine, wir haben Seil, wir haben Palmenwedel. Haben wir Palmenwedel? Haben wir Palmenwedel? Bin ich mir nicht mehr sicher. Ich glaube, ich hole mal noch ein paar. Hier, Palm Tree. Ich guck mal, ob die noch eine Kokosnuss irgendwo hatte. Nicht, dass ich da jetzt... Nö, ne? Also Axt rausgeholt, wenn die noch da ist. Die ist hier. Und ab dafür. Jetzt wird es doch langsam hell, glaube ich. Ich bin auf den Sonnenaufgang gespannt. Ha! Da sind Kokosnüsse hier. Nimm die. Bloß nichts verkommen lassen. Ja, Leute, es wird hell. Den kann ich ja so hinschleifen, ne? Schleife ich den hin, den nehme ich gleich auseinander. Ich will den Sonnenaufgang sehen. Guck mal. Sehr, sehr schön. Kannst du das Tool wegpacken? Guck mal. Schön. Die Wolken sind nicht so der Oberknüller, aber alles in allem ist es recht schön gemacht, wenn man überlegt, wie alt das Spiel ist, ne? Und dass es noch im Early Access rumhängt. So, Leute. Gott, ist das eine kleine Insel. Und da sieht es aus, als ob sich das Messer gleich in den Kopf rennt hier im Schatten. So, pass auf. Aus den Fledermäusen wurden Möwen. Alles klar, ne? Ist hier noch irgendwas? Bist du nachgewachsen? Nicht wirklich, gell? Alles klar. So, das Teil muss ich jetzt auseinandernehmen. Das machen wir als nächstes. Ich
Ich bin gespannt, ob wir das heute aufgebaut bekommen. Wir müssen jetzt auch wieder aufpassen, ne? Jetzt haben wir wieder die Hitze. Ich glaube, das macht mehr Sinn, wenn du hier die Axt nimmst. Press E to pick up. Guck mal, hier haben wir aber doch auch so ein... Was ist denn das hier? Das ist das Teil, ne? Ja, das habe ich doch schon mal aus... Jetzt habe ich's. So. Jetzt gehen wir nochmal rein. Ich muss es ja irgendwann verstehen. Hier, die Sachen liegen jetzt alle nebeneinander. Wir brauchen jetzt noch 3 Steine hier auf dem Haufen. Die würde ich ganz kurz hier holen. 1. Habe ich was anderes aufgenommen? Ach, guck an. Die muss ich auch mal kurz raustroppen hier dazu. Meine Axt wieder geschnappt. Steine wollte ich. 1, 2. Dann nehme die mal alle rüber. So. Alles klar. Jetzt haue ich die Steine mal hier raus. Und wenn ich jetzt hier so drauf schaue, dürfte eigentlich nur noch der Stoff fehlen, ne? Tatsächlich. Und da gucken wir jetzt am Strand. Ich bin überzeugt, dass wir irgendwo einen finden. In der Nähe dieser Fracks, würde ich fast sagen. Wir gucken mal ganz kurz nach unseren Werten. Boah, er hat Durst. Ich sollte erst was trinken. Eine Kokosnuss erstmal. Ja, ich glaube, eine machen wir erstmal eine. Die gibt es wahrscheinlich hier nicht im Überfluss, ne? Die Jungs. Was bringt uns denn eine Kokosnuss? Lass mal kurz raufgucken. Ja, ist okay. Besser wie nix. Ist jetzt auch noch ziemlich früh morgens. Ich nehme an, dass das echt eine Rolle spielt, wann man losgeht hier, ne? Palmenblätter. Hier schön alles absuchen. Die Möwen von San Juan. Ey, wenn die Blume danach wachsen wird, könnte ich mir Sonnencreme machen, ne? Die da. Schlagen kann ich sie nicht. Da vorne ist ein Fass im Wasser. Und hier dieses Teil, ne? Seeigelteil da. Kann ich das nehmen? Scheinbar nicht. Sonst liegt hier aber jetzt nicht irgendwie was rum, ne? Da ist wieder eine Krabbe. Können wir später holen. Da ist das Paradies hier, ne? Wenn ich das so angucke, da kannst du bestimmt unheimlich viel Zeug finden. Ja, vielleicht machen wir nachher eine ganz kurze Tour. Dann baue ich mir aber vorher ein Fischersbier. Dass wir zumindestens... Die bleibt ja da dran hängen, ne? Viech? Halt! Hab ich die erwischt, gell? Kann ich die jetzt da einfach hängen lassen dran und das Messer nehmen? Tatsächlich. Das brauche ich jetzt nicht, obwohl kommt, das finde ich sonst nie mehr wieder, wenn ich suche. Zack. Ich brauche. Was liegt denn da drin? Ist ein Schwamm oder irgendwas? Wir bräuchten einen Stoff. Finden wir hier einen Stoff oder nicht? Und renn mal nicht immer so. Da liegt ein Stein, den brauche ich jetzt nicht. So. Da! Ha, 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 ha. Leute, dann können wir uns den Wasserdinger aufbauen und vor allem gleich mal gucken, wie er funktioniert, ne? Sehr, sehr schön. Oh, da freue ich mich. Zurück ins Gebüsch. Ich gucke nochmal ganz kurz. SPF ist noch alles gut. Durst hat er und Hunger. Alles normal, ne? So. Ja, sehr, sehr schön. Jetzt bin ich mal gespannt. Ein Teil habe ich jetzt im Inventar und ein Teil liegt hier. Das heißt, wenn ich jetzt einfach da drauf gehe. Tatsächlich. So schnell geht's. Und dann müsste das Teil, ich weiß nicht, wo ich es hinstellen soll. Geschickt wäre es, wenn es in der Nähe alles wäre, so ein bisschen. Hier ist dann das Feuer, dann würde ich es tatsächlich hier irgendwo hinbauen wollen. Oder hier an den großen Stein, den man abbauen kann. Oder tatsächlich einfach mal hier in die Mitte, aber verdunste da nicht alles, wenn ich es da so hinstelle. Wir stellen es hier hin. Hold E to drink. Still empty. Ein Tag überlebt. Okay, der sammelt jetzt hier Wasser. Da bin ich mal gespannt, wie lange das dauert, bis da was drin ist, ne? Soll man sich da 2 bauen gleich? Aber wir wollen ja hier weg, ne? Wir wollen ja hier weg. Außerdem glaube ich nicht, dass ich Mats für 2... Doch, hätten wir. Das wäre alles farmbar jetzt. Jetzt probieren wir mal mit einem. Wir haben ja noch Kokosnüsse, ne? So. So, und dann habe ich ja noch eine Krabbe gehabt. Das heißt, ich würde jetzt tatsächlich hier erstmal ausräumen. Ist das ein Gruselspiel, wie ich das schon mag, Leute? So, einmal Stoff machen wir hier hinten zu den künstlichen Sachen dazu. Dann haben wir... Die behalte ich im Inventar. Die auch. War Vulva. Medizinpflanze. Eigentlich will ich gar nichts rauslegen gerade.
Eigentlich will ich gar nichts rauslegen gerade. Aber mir wäre es wichtig, dass mal kurz was futtern. Pass mal auf. Wie war denn das? Nee, das mache ich jedes Mal falsch. Jetzt hat er sie cool. Ach, ich habe da hinten die Kokosnuss gerade angestummt. Hast du das gesehen? So, Messer raus. Nee, mit E. Nur mit E und E draufbleiben. So. Also machen wir das Feuer nochmal an, essen wir nochmal was, trinken noch eine Kokosnuss und dann werden wir mal... Disgusting. Der sagt immer irgendwas, wenn er das findet. Ne? So, jetzt muss ich allerdings meinen Grillanzünder... Oder musst hier auf der Zeug aufpassen wenigstens. Nehmen wir die Planken kurz hier weg. Wir hatten doch einen und der verbraucht sich doch nicht, wenn der hier rumliegt, oder? Da liegt er. Ich habe den nicht gesehen. So, mein Freund. Und ab dafür. Also, dann haben wir jetzt einen Wasseraufbereiter aufgestellt. Oder einen Wassersammler. Wir wissen, dass wir uns hier mit Krebsen ernähren können. Wir sparen uns Feuerholz, indem wir es immer aufmachen, wenn es soweit ist. Kostet halt ein bisschen Energie dann. So, mein Fleisch droppe ich hier in den Dreck, so wie ich es kennengelernt habe. Und jetzt muss ich es nur noch wieder finden und dann mit rechts da hochziehen. Okay, es bleibt tatsächlich drauf liegen. Fleisch läuft, dann hauen wir uns noch eine Kokosnuss rein. So. Zack. Leere Kokosnüsse. Puh, ist da jetzt schon Wasser drin? Ach, da ist schon Wasser drin, wie gut. Droppt die mal dahin. Wie sieht es denn jetzt aus mit dem Wasser? Also eins und das zweite Kästchen ist bei weitem noch nicht voll. Ich trinke mal. Er trinkt es komplett weg und dann... Oh! Schön! Das hat sich gelohnt, oder? Sehr geile Geschichte. Okay, Leute. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir das mit dem Wasser hier hinkriegen. Dass wir uns mit dem Feuer halt arrangieren. Small Meat, der muss ich jetzt ein bisschen brennen lassen. Sollen wir schon die nächste Krabbe holen? Nö, ich würde jetzt mal tatsächlich anfangen wollen zu tauchen dann auch. Und ich glaube, wir brauchen noch dieses Hammer-Tool nach. Aber das kommt ja erst noch, ne? Da bin ich wahrscheinlich jetzt gerade ein bisschen zu früh. Ey, du kannst so viel Zeug machen hier. Was war das für ein Geräusch? War das das... Ah ja, es hat sich wieder gefüllt. Guck mal. Oh, das lohnt sich aber. Ah. Wenn jetzt noch das Fleisch fertig ist, dann haben wir es. Small Meat. Das ist noch nicht durch, ne? Ah, ich müsste halt mal wieder ein Stick opfern, glaube ich. Dass wir da nochmal ein bisschen Zunder dran kriegen. To refill. Sehr schön. Und meinen Anzünder lege ich hier wieder nebenan. Zack. Und dann da hinten. Das sind so die Baumaterialien, die wir jetzt schon mal grob sammeln. Die schmeiße ich hier raus. So. Das war's. Jetzt ist es natürlich interessant. Wächst irgendwas von dem Zeug nach? Oder bilde ich mir das nur ein? Wir könnten jetzt auch zum Beispiel schon mal... speichern. Ist doch ein guter Standpunkt gerade, oder? Jetzt, wenn das Fleisch jetzt noch gegessen wäre. Jetzt, Fleisch ist fertig, Leute. Essen. Feuer löschen und dann nochmal speichern. So, weil jetzt gehen wir nämlich wahrscheinlich ins Wasser. Ich möchte allerdings mir diesen einen Speer bauen fürs Fische fangen. Vielleicht können wir heute Abend Fisch essen. Den will ich haben, genau. Hast du ihn gebaut? Er hat ihn gebaut. Sehr geil. Was lasse ich denn jetzt alles hier? Ich muss das Zeug ja auch wiederfinden. Also pass mal auf, merkt euch das mal mit. Die ganzen besonderen Blumen, die droppe ich hier hin. Ja? Neben den Wasserspender. So. Und da würde ich aber auch die, ne, die Fibres, die mache ich hier so zwischen rein. Und dann habe ich jetzt wirklich nur noch die Sachen. Okay, Leute. Guck mal nochmal ganz kurz auf unser Teil hier. Sieht gut aus, wenn jetzt da schon wieder Wasser drin wäre. Gerade im Moment. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Aber ihr seht schon tatsächlich, dass es heiß wird. Unser SPF, unser Sonnenschutzfaktor geht runter. Und solange wir keine zweite Aloe finden. So, jetzt tauche ich erstmal da hinten hin. Ich nehme allerdings schon mal den Speer in die Hand. Und gucke, dass ich in keinen Seeigel reindapp. Kann ich das hier nehmen? Oh, ist das schön. Das ist ja erst richtig schön hier unten unter Wasser. Guck mal. Wie viel Luft hast denn du? Ah ja, da ist die Anzeige. Da dürfte jetzt auch kein Haifisch hier gerade rumpaddeln, oder? Guck mal, ein Clownsfisch. Ja, meide Nemo. Ich hab mich voll tittet. Ah, das ist ein ganzes Wrack hier. Schau mal. Da drüben ist was Größeres. Ein Rochen. Ein Roche.
Oh, die und... Oh! Da ist auf jeden Fall schon mal Haifisch, ne? Und er klitscht. Ich weiß nicht, wie nah der andere ankommt, aber der war mal jetzt auf jeden Fall schon mal nicht geheuer, ne? Gehen wir woanders tauchen. Wir müssen ja jetzt nicht unbedingt hier. Da ist eine... Kann ich auch die Krabbe mit dem Ding? Tatsächlich, das geht auch. Okay, da war schon mal der Haifisch. Keine Ahnung, wie ich mit dem umgehe. Da habe ich ja noch null Erfahrung. Da müssen wir halt echt gucken. Clever ab, ne? Erst ins Wasser, jetzt gehen wir tauchen. Und dann bub, weg ist er. Okay, aber da waren ja noch mehr Fracks. Wir müssen halt irgendwo einen Anfang finden, ne? Was macht mein SPF? Ja, geht noch. Durch das, dass ich im Wasser war wahrscheinlich. So ist es recht schön, gell? Ja, ich habe gedacht, du bist nachgewachsen. Man weiß es ja nie bei dir. Süße. So, Leute. Fangen wir halt mal mit den Sachen da an. Ich meine, das eine Schiff ist ja noch so gut wie ganz hier, ne? Du musst aufpassen, wo du hinschaps. Hier jetzt aber auch Fische. Da habe ich ja Sardinen erwischt. Ja, aber das geht ja mit dem Fischfang. Wieder Sardinen erwischt. Ne, einen Clownsfisch will ich nicht unbedingt essen. So, lass mal gucken, ob wir hier schon irgendwas erreichen. Der Haifisch kommt doch nicht so nah, oder? Hier komme ich ja nicht mal rein in das Schiff, ne? Doch, da. Ich nehme an, dass ich da rein kann, oder? Nee. Vielleicht muss ich aber oben drauf, oder vielleicht ist es auch nur Gimmick. Hier ist doch was. Kann ich mich da festhalten? Nee, ne? Lass mich mal reinlinsen. Ich muss mal gucken, ob da überhaupt was drin ist, was ich brauchen kann. Ich glaube nicht, ne? Aber wie das jetzt halt reizt, da oben ist doch ein Reifen oder irgendwas. Ah ja, das sind Reifen, Leute. Also muss ich doch da irgendwie hinkommen. Nimm mal was anderes in die Hand. Da muss man hochkommen, ne? Ah, ich wusste nicht, dass du so hoch hüpfen kannst. Versuch ist es wert. Ich nahm an, dass ich mich hier festhalten muss, ne? Nö. Ey, das wäre ja fies, wenn ich da nicht drauf komme. Und hier kann er nicht springen. Boah, ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwie was machen muss. Was Spezielles, was ich noch nicht weiß. Container Wall. Guck mal, die Container Wall. Was ist das? Was will er mir damit sagen? Ich mach Damage da dran. Damit nicht. Guck mal. Da brauche ich halt eine bessere Waffe, ne? Was ist da? Da steht auch was. Press E to pick up. Wood Crate. Das ist ja schon faszinierend jetzt gerade. Okay. Ich nehme an, dass der Haifisch hier jetzt schon irgendwie hinkommt, ne? Ey, du kannst den Container aufmachen. Lass uns das mal kurz als Ziel für heute kurz festnageln. Ich hole mir kurz die Axt, ne? Ich weiß nur nicht, wo ich die hingepackt habe. Die hat sich ja nicht verbraucht. Haben wir überhaupt eine Axt gebaut? Hier komme ich nirgends rein. Wenn, dann... Vielleicht muss ich mir da aber was bauen, dass ich da hochkomme. Da sind drei Reifen drauf. Ich glaube, die kannst du als Grundlage fürs Floß benutzen, ne? Gut, Sonnenschutz ist natürlich bescheuert jetzt hier, aber wir sind jetzt wieder im Schatten. So, lass mich mal gucken. Werkzeug. Boah, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich das hier irgendwo hingeschmissen habe. Wir gucken mal kurz grob durch. Wenn nicht, baue ich mir nochmal eine neue. Steine. Ich sehe halt die Axt. Und die Dings hier, die muss man doch bestimmt auch irgendwie. Lass mal die kurz. Press E to pick up, press Tab to open. Ach, guck mal. Gyrocopter Vehicle Part.
Lashing? Electric Vehicle Part. Ah, ist ja geil. Ich würde die elektrischen Sachen gleich wieder reinpacken in die Kiste. Dann lassen wir das erstmal in dieser Kiste hier drin. Oh, weiß jemand, ob ich die Axt verbraucht habe oder ob ich die rausgeschmissen habe? Ich nehme an, ich habe die rausgeschmissen. Wir gucken mal kurz. Ich baue eine neue. Ich baue jetzt einfach eine neue. Ich will jetzt diese Container öffnen. Da habe ich jetzt so Bock drauf. Hier ist sie, ne? Ah, davon brauche ich zwei Stück. Die haben wir, glaube ich, hier oben gehabt. Eins. Und ich brauche ein zweites. Ne, ne, nicht das Knife. Ich muss jetzt gerade gucken, dass ich es nicht aus Versehen baue. Wir hatten hier noch mehr Stein. Es regnet! Oh, das sollten wir uns einmal kurz vollsaufen, glaube ich. Geile Geschichte. So hat man dann auf einmal sein Saufzeugs im Griff, ne? So, aber da waren dann noch mehr Steine, ne? Ich hätte jetzt schon Bock, dass wir uns nochmal so ein Tools da bauen. Kann man eigentlich bei so einem Wetter auch... Hier. Nimm den einfach mal jetzt ins Inventar. Oh mein Gott. Leute. Das sieht gar nicht gut aus. So, das Teil habe ich gebaut. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht opfern. Jo, übertreib's. Übertreib's noch. Okay, fühlt sich aber nicht durch Regenwasser offensichtlich. Nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe keine Ahnung. Aber eins ist halt jetzt klar, ne? Jetzt haben wir auf jeden Fall Sonnenschutzfaktor, keine Probleme. Oh, ich könnte die Krabbe... Achso, das Feuer geht ja dann aus beim Schiffen, ne? Komm, Risiko, Fisiko. Wir gehen jetzt mal gucken, ob wir das Ding aufkriegen, den Container. Boah, ist das ein Wetterle. Ich bin ja fast überzeugt, wenn man sich richtig anstrengt, kommt man da auch drauf. I don't feel so good. Poisoning. Das heißt, ich bin jetzt in irgendeine Viechle reingedappt. Jetzt muss ich gucken, ob ich Gegengift machen kann. Wenn nicht, werden wir sterben, ne? Hier habe ich angefangen. Ja, es bringt auch nicht so viel, ne? Jetzt bin ich in so einen Seeigel reingestapft. Ich weiß nicht, wie schnell man dabei stirbt oder davon stirbt. Muss man jetzt dann sehen. Oh Gott, es dauert ja ewig, bis man das Ding auf hat. Wahrscheinlich mit besseren Tools. Gibt es hier Ebbe und Flut, dass ich dann vielleicht aufs Schiff erst kann? Leute, das hau mal jetzt auf. Das will ich jetzt wissen, was da drin ist. Und ob ich das Teil, das ich weghau, mitnehmen kann. Da macht auf jeden Fall schon saumäßig Laune. Wir sind ganz am Anfang. Das ist immer das Schönste bei Spielen. Und? Hätte das jetzt da reinfliegen sollen irgendwie? Mit Rechtsklick kann ich es jedenfalls nicht bedienen. Ich nehme an, ich muss den komplett auseinanderbauen, ne? Containerpanel. Ich kann es nicht ziehen irgendwie. Schade. Ich kann höchstens hier weiterklopfen. Wie sind deine Werte? Lass mich mal kurz gucken. Ich bin immer noch vergiftet, aber bis jetzt lebe ich noch. Jetzt wäre interessant zu wissen, kann ich, was muss ich denn bauen? Antidot. Du brauchst auch zwei Pipi-Blumen. Ich habe aber nur eine. Ich habe immer nur eine Blume von jedem, ne? Wir machen mal hier noch eins auf. Boah, das Wetter. Erinnere ich mich auch nicht dran an so einen Wettereffekt. Aber ich habe es ja auch, wie gesagt, nie lange gespielt, ne? Möglicherweise müssen wir mit unserem Schlauchboot mal eine zweite Insel anfahren. Bis wir von jeder Blumensorte zwei haben. Weißt du, dass ich ein bisschen Gegenmittel auch habe. Ich würde sagen, das machen wir morgen in der Runde. Kleine Insel ansteuern, es sind ja welche jetzt hier zu sehen. Paddeln wir rüber, holen uns ein, zwei Blumen, dass wir Gegengift haben und so. Jetzt ist es auch Nacht oder zieht es sich einfach immer nur weiter zu? Es war ja fast ein Tag, ne? So. Also diese Containerpanel, ich nehme mal an, dass du die zum Bauen später brauchst. Ich sehe jetzt auch nicht, ob da was Cooles drin wäre. Und jetzt tauchen bei so einem Scheißwetter gehe ich auch nicht.
Gut, man kann sie auf jeden Fall weghauen. Wir werden irgendwann rausfinden, für was die sind. Gott, bist du schnell im Schwimmen, wenn du willst. Und hier? Hier habe ich keine Ahnung, wie ich drauf komme, aber das finden wir auch noch raus. Tja, Leute, was machen wir denn jetzt ohne... Ich mache mal das Feuer an. Ich habe es ja noch gar nicht probiert, ob das überhaupt einprogrammiert ist. Dass bei so einem Scheiß würde das Feuer ausgehen. Ich nehme es aber an. So. Eine Piwi-Blume habe ich nur gefunden. Das heißt, ich bin jetzt die ganze Zeit vergiftet, ne? Man sieht es auch, dass er nicht so gut aussieht. Wasser, aber das Leben bleibt, wo es ist aktuell noch. Ja, jetzt pass auf, jetzt probiere ich das einmal geschwind. Um zu sehen, was passiert. Krabbe haben wir nämlich und Fisch, ne? Ich nehme aber an, das geht aus, oder, das Feuer? Schauen wir mal. Also ist meine Hauptaufgabe jetzt, Antimittel herzustellen gegen die Hitze, also diese Salbe, und Antigift, Gegengift. Das Feuer ist tatsächlich jetzt an. Vielleicht hat es ja Sinn gemacht, dass wir so ein bisschen in den Schatten gestellt haben. Ansonsten würde ich sagen, Sardinchen. Muss ich die jetzt auch dahin droppen lassen? Sie ist auf dem Feuer drauf, ne? Ich nehme nicht an, dass ich die mit dem Messer noch bearbeiten muss, oder? Ich probier's mal. Doch. Musste auch Schuppen wegmachen. Bei so einem kleinen Fischle. Und dann musst du die wieder runternehmen hier. Also ich kann die auch hier skinnen, direkt über dem Feuer. Jetzt dreht sich der leere Mantel hier noch. Okay, Leute, ich mache uns was zum Essen, würde ich sagen. Wieder hintroppen. Schnappen. Und... drauf ist es aber. Es bleibt nicht drauf, wie es soll. Ist es noch drauf? Ist wieder runtergeflogen, gell? Ist gar nicht so einfach. Am besten hebst es mit der Hand drüber, bis es fertig ist. Dann kannst du ja der Hand gleich mitessen. Jetzt finde ich das Ding nicht mehr. Jetzt finde ich mein Fleisch nicht mehr. Eins liegt noch irgendwo rum. Okay, pass auf. Ich mach's ganz sachte. Jetzt sieht's gut aus, ne? Campfire. Das andere, wenn ich das jetzt noch finden würde, ist es das hier? Ne, ist die Kokosnuss. Hier standen wir ungefähr. Doch, da ist es. Wir haben es nochmal. Kann ich zwei? Ja, es passt so, oder? Die Krabbe haben wir auch noch zum Essen. Meine Lieben, dann lassen wir mal tatsächlich wieder hell werden. Dann würde ich sagen, gehen wir morgen auf die Suche nach diesen Pflanzen, bevor wir halt sterben, ne? Weil das Leben tickt natürlich jetzt hier ein bisschen runter. Und die Vergiftung hebt sich ja auch nicht von alleine auf. Es sei denn, ich kann die Piwi-Blume vielleicht so essen. Das weiß ich nicht. Level up cooking. Wir haben Level up gekriegt, weil wir gekocht haben. Das wäre natürlich eine Idee. Dass die Blume vielleicht... Machen wir das so? Used to craft... Ja, das ist das Problem. Ich brauche zwei davon, ne? Naja, gut. Müssen wir halt on Tour gehen, aber ich nehme an, das schaffen wir. Wenn wir direkt bei Tagesanbruch losgehen, die nächste Insel uns ranholen, Pipi-Blümchen mit Aloe Vera gesucht vielleicht und dann haben wir es, oder? So. Fleisch ist noch am Mache. Jetzt lassen wir mal ganz kurz auf die Werte gucken. Trinkenstechnisch brauchen wir uns keinen Kopf machen. Wir essen jetzt die zwei Brocken Fleisch noch, dann sind wir super zum Speichern. Bis aufs Antigift halt. Guckt, Small Meat. Zack. Essen wir schon mal. Ich muss noch mal schauen, schön. Drei haben wir. Nach dem Stückchen Fisch. Vier. Perfekt. Mehr will ich gar nicht. Dann können wir die Krabbe auch noch kurz machen, Leute. Zack. Und Zapf. Okay, ich glaube, die Routine haben wir drauf. Jetzt müssen wir schauen, wie schaffen wir es, dass wir Gegengift... herstellen und wie schaffen wir es, dass wir uns vor der Hitze schützen? Und dann sind wir doch schon eine ganze Ecke wieder weiter. So, die schmeiße ich hier vor meine Füße. Pick up. Und draufziehen. Ja, hat hingehauen. Und, siehst du,
Das letzte Stück bringt uns auch noch mal ein Kästchen, dann trinken wir noch einen Schluck und dann können wir morgen früh direkt los. 21.29 Uhr könnten wir uns sogar erlauben, eine Stunde zu pennen, falls es zeitlich nicht hinhaut. Kokosnuss haben wir auch noch. Ich könnte mir doch theoretisch, lass mich mal ganz kurz was gucken. Was brauche ich denn für so eine Flasche? Weil dann könnte man nämlich die mitnehmen, da haben wir was zum Trinken dabei. Hier wahrscheinlich, ne? Ja, da brauchen wir die Kokosnuss, die ich jetzt weggesperrt habe, und das Seil. Ja, dann gucke ich da morgen früh nochmal. Ne, da ist doch noch eine, ne? So. Das Fleisch braucht noch ein bisschen. Von dem hier brauche ich noch zwei Stück. Dann könnte ich mir. Hier sind sie. So, machen wir uns kurz ein Seil. Fehlt noch eins. Dann habe ich. Wo habe ich denn die hingemacht? Neben den Wasserspender hatten wir die gemacht, ne? Kurz mal einen Moment hier. Und jetzt kann ich mir normalerweise ein Seil machen. So, und wenn ich jetzt die Kokosnuss hier angucke, kann ich mir die Geschichte machen. Und jetzt kann ich Wasser schöpfen, oder? Can't hold any more water. Gucke an. Jetzt haben wir das Ding gefüllt mit Wasser. Das ist ja super interessant. Steht da auch dabei, wie viel Wasser wir drin haben? Nee, ne? Ist aber auch nicht so wild. So, Leute, dann machen wir Schluss für heute. Morgen geht es natürlich weiter, klarer Fall. Und wieder um die bekannte Uhrzeit 17 Uhr. Guckt Small Meat, einmal reingefuttert und so speichern wir jetzt ab. Und morgen geht es dann los, Antigift produzieren. Dann wissen wir auch, wie das geht, wo man die Sachen finden. Und dann sind wir schon eine ganze Ecke weiter. Ich freue mich auf jeden Fall auf morgen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Kommt gut durch den Rest der Woche. Bis dann.